Ich will nur mal gucken, ob ich mich hier gleich irgendwo... Ah, da. Harmonisieren kann. Weil ich weiß, dass ich das sonst vergesse. Okay. Ach, wir sind hier nicht zum Vergnügen? Schade. Oh, ich möchte gerne wissen, wie es draußen aussieht. Ich möchte die Stadt erkunden. Jetzt lasst mich doch endlich. Ich möchte mehr von dem Land sehen. Jetzt lasst mich doch endlich auf das Land los. Vor allem, ich mache mir langsam so ein bisschen Sorgen um Tataru. Die sucht immer nach der nächsten Taverne. Ist mein kleiner Schluckspecht, huh? So, jetzt lasst mich ja nicht auf das Land los. Ich muss einmal kurz zum Ätheriten. Einen kleinen Einblick in die Stadt möchte ich schon mal haben. Ja. Okay. Gut, jetzt mit dem kleinen Einblick. Oder? Doch? Ja? Darf ich? Nein, was ist das denn Süßes? Wie anders es hier aussieht. Ich fühle mich an den Tag zurückversetzt, als ich zum ersten Mal Ishgarda Boden betrat. Nur, dass in Hingashi alles noch viel fremder anmutet. Wir sind tatsächlich im fernen Osten angekommen. Ach was, ferner Osten hin oder her. Eine Schenke bleibt eine Schenke und ist der ideale Ort, um Informationen zu sammeln. Lasst uns gleich damit anfangen. Ich hab Zutaten, du möchtest einfach noch was anderes machen. Hoppla, schöne Dame, nicht so stürmisch. Ich hoffe, ihr habt euch nicht erschreckt. Lol. Die oh Herrschaften Gott. Vom Bund der Morgenröte. Ich habe eure Ankunft mit Freuden erwartet. Mhm. Und wer bist du, bitteschön? Ach. Habe ich mich noch gar nicht vorgestellt. Wie überaus unhöflich von mir. Pardon, pardon. Mein Name ist Hancock. Ich bin Prokurist der Ostaldenard Handelsgesellschaft. Im Namen unseres ehrwürdigen Vorsitzenden Herrn Lolorito lade ich euch herzlich ein, mich zum Handelshaus zu begleiten. Bitte nicht. Lolorito schickt dich? Obwohl... So verwunderlich ist es nicht, dass die Ostaldenard Handelsgesellschaft, die durch den Handel mit dem Osten reich geworden ist, auch in Kugane eine Niederlassung besitzt. Mhm. Trotzdem frage ich mich, warum wir bis ans andere Ende der Welt reisen müssen, nur um dann von einem uldischen Händler willkommen geheißen zu werden. Tja. Dafür gibt es doch bestimmt einen guten Grund. Bestimmt. Oho, wie skeptisch ihr seid. Ihr seid doch hoffentlich nicht noch immer wegen des leidigen Vorfalls mit den Kristallstreitern beleidigt. Doch. Höre ich da aus euren Worten etwa leichtes Misstrauen heraus? Ja doch nicht, wir sind doch nicht misstrauisch. Ein leichtes Misstrauen? Was ich höre, sind lauter Unverschämtheiten. Ja, du hast Scheiße gemacht. Pardon, pardon, ich wollte euch nicht zu nahe treten. Wir Uldaner sind es nun mal gewohnt, die Dinge beim Namen zu nennen. Falls euch meine freimütige Art gekränkt hat, bitte ich euch vielmals um Entschuldigung. Abgelehnt. Doch wir sollten uns jetzt allmählich Richtung Handelshaus aufmachen. Es wäre leichtsinnig, hier länger zu verweilen. Man weiß nie, wer mithört. Mhm. Gut, dann will ich ebenfalls freimütig sein. Es wäre leichtsinnig, der Einladung einer Person zu folgen, deren Absichten fragwürdig sind. Was bezweckt Lolorito mit dieser Einladung? Welch Hartnäckigkeit.
Ich sehe schon, ihr werdet eurem Ruf, überaus umsichtig zu sein, absolut gerecht. Doch seid versichert, dass Herr Lolorito nur die besten Absichten hegt. Dieses Land verfolgt eine strenge Politik der Abschottung. Kugane ist der einzige Ort, an dem der direkte Handel mit dem Ausland gestattet ist. Aus diesem Grund haben sich hier eine ganze Reihe von ausländischen Handelsgesellschaften niedergelassen. Auch unsere Ost-Aldenat-Handelsgesellschaft gehört dazu. Doch nicht nur für Händler ist Kugane äußerst attraktiv. Auch zahlreiche Regierungsleute und Vertreter des Militärs zieht es in die Hafenstadt. Red doch mal. Wusstet ihr, dass in Kugane fast alle Länder und Reiche durch Botschaften vertreten sind? Auch das Galäische Kaiserreich. Mhm. Das heißt, dass auch Galea sich in der Stadt aufhalten. Darunter bestimmt auch einige Spione. So ist es, gnädiges Fräulein. Auf den ersten Blick ist Kugane nichts weiter als eine blühende Hafenstadt. Doch der harmlose Eindruck täuscht. Im Hintergrund schalten und walten die Geheimdienste. Und deswegen sollten wir unser Gespräch im Handelshaus fortsetzen. Ja, darf ich da aber bitte selber hingehen? Er hat recht. Ich verstehe deine Bedenken, Alfino. Doch unter den gegebenen Umständen ist es das Beste, Loloritos Einladung Folge zu leisten. Bitte mach dazu schon kurz einen Cut. Bitte? Ich glaube ja, oder? Ja. Ja? Ja, oh Gott sei Dank. Gut, dann sag ich einmal ganz kurz Vorschuss, gute Nacht. Der bin ich sofort in der Gliederung. Nee, das ist nicht so toll. Ja, oh, der klingt schon richtig toll. Die ersten Töne, die ich jetzt gehört habe. Also ich glaube, ich verstehe, warum das hier so deine Lieblingshauptstadt ist. Ich kann das nachvollziehen. Ja, ich kann es nachvollziehen. yep. Wir sind Aedaria. Ja, wir folgen euch. Ja, geh voraus. Oh, ist so schön hier. Oh mein Gott. Das ist schön. Okay, ich möchte nirgendwo anders mehr hin. Räume ab. Ja, dann gehen wir weiter. Ich werde mich auf jeden Fall gleich nochmal ganz kurz für eine Prüfung anmelden. Das geht ja schnell. Damit ich das nämlich dann auch fertig habe. Wer weiß, wie lange das dauert. Dann kann ich nämlich morgen früh das Hauptszenario machen. Und nachher dann wirklich zum Schluss, oder gleich zum Schluss dann noch. Das letzte, was ist da? Vielleicht die 50, 60, 70 machen.
die Einkaufsstraße. Sehr cool. Oh, ist das alles so schön. Ich liebe solche Gebäude, ne? Ja, mir gefällt die Stadt. So ein Haus in echt besitzen. Könnte ich mir vorstellen. Harmonisieren wir uns hier einmal. Waffen, Rüstungen. Nein, ich kaufe nichts, keine Angst. Ich sehe schon wieder das Zucken bei einigen. Nur ein bisschen gucken. Wie viel denn noch so erwarten könntest du? Ich freue mich drauf. Hat jetzt keiner gesehen. Oh, die Frage ist nur, wo hab ich das eigentlich? Okay, das habe ich einfach irgendwann mal zugedingstet bekommen. Das habe ich nämlich nicht ausgewählt, dass ich das haben wollte. Ah. Ist schön. Ich habe zwar den Trank immer noch nicht gefunden, aber passt. Und den finde ich schon noch. Ist leer? Och nö. Ich hab mal Spaß. Yep. Ich hab mal Spaß. Keiner. Wirklich keiner. Und ich vor einem Boss. Hey, ist das echt eine heiße Milch? Oh mein Gott.
Oh Mann, Dufte. Nein, versuchen will ich nicht. Da habe ich strikt was gegen. Ah, da ist er. Da ist eine Liste mit drin. Ja. Ausnahmsweise mal. Der Tod ist. Havanna, ich mach ihn nicht. Aber das Lied ist geil. Naja. Ach ja.
rein ins Feuer. Ravenna, ich mag dich immer noch nicht. Höchste Konzentration. Was geht da wieder los? Sollte es doch was werden, oder? Das wäre ziemlich schön. Ja, doch, ich glaube schon. Ja, geht doch. So. Ja, dann noch ein bisschen Hauptstory. Da kommt doch eine Inni. Also eine Davy. Und dann. War es wahrscheinlich auch für heute. Ich muss die bis 19 ein bisschen noch abschließen. Naja. Mal schauen. Schick.
nett. Wirklich nett. Da würde ich mir aber in der Stadt überlegen, einen über den Durst zu trinken. Und der lässt sich schlucken. Der mal flugs daher. Oh, der ist ein Etherit. Den will ich haben. Den muss ich mir erstmal holen. Oh Gott, ist das schön hier. Aus dem Garten. Kann man? Man kann. Ah. Nein, da sind sogar Fische drin. Oh mein Gott. Ein Käuterich. Oh mein Gott. Wie cool! Oh Gott. Das ist wie beim Chinesen bei uns. Bei uns. Da gibt es auch so eine Brücke in dem Restaurant und da ist dann ein schöner Teich mitten in diesem Restaurant drin. Oh, das war mein Lieblingsrestaurant als Kind. Wie das die ganze Zeit bei diesen Fischen. Gott, sind die toll. Wurzels will mich ja immer noch überreden, dass wir zu Hause welche halten. Ich möchte aber nicht. Das ist mir dann doch ein bisschen zu viel. Das schmeckt bestimmt doch gut. Bin nicht so die Fischesserin. Ich möchte es also eher weniger ausprobieren. Ich will auch so ein asiatisches Outfit haben. Sieht voll cool aus. Eine asiatisch angehauchte Rüstung, das wäre doch geil. Gute Nacht, Daddel. Schön, dass du reingeschaut hast. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag morgen. Und noch ein Stadt-Etherit. Asiatische Rüstung.